So, euch. Wow, tatsächlich würde ich dann wieder auflösen. Wenn man nach Prinzipien spielt, oder? Armbrustschützenbeginn. Ich glaube, Rekruten werde ich auch einsetzen. Einfach nur der Masse halber. Wir machen einen auf Kaiser-Style. Hoppa, Kaiser-Style. Ne? Setzt der auch Feldwebel ein? Also ich weiß, der setzt auch für den Angriff ein, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, da können wir auch mal so einen wieder zusetzen. Ich könnte ja eigentlich auch mal Nahrung verkaufen. Ging dann trotz allem eine Menge Kohle. Wir werden angegriffen. Gucke man sich das an. Fällt echt der Marktplatz irgendwie für einen Autoverkauf. Können wir jetzt eigentlich mal einen machen, oder? Andererseits. Geht auch so. Was ist denn hier gerade das Problem? Steuern? Das war jetzt kurz der Platz. Leute, bitte nicht da oben durch. Boah. Schießt er mich hier. Sammelt euch mal da unten, bitte. Geht hoffentlich auch den direkten Weg. Nicht genügend Waren. Jetzt bräuchten wir noch Rüstungen, um glücklich zu werden. Nehmen wir mal ein paar Wohlfeldwebel mit. Dann noch mehr vom Rest. Und jetzt brauchen wir Rekruten. Was machen wir für Rekruten? Ganz klar. So. Voll als irgendein blöder Penner und Hurensohn beschimpft wahrscheinlich. Wer weiß. Wer auch immer Arabisch kann, wird sich jetzt wahrscheinlich ins Fäustchen lachen. Was er zu dem gesagt hat. Das merke ich mir, Freundchen. Waffen werden benötigt, Sire. Rekruten werden benötigt, Sire. Rekruten kommen später noch dazu. Bauern werden benötigt, Sire. Mehr Rekruten, würde ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, die machen wir jetzt mal. Wohl erstmal noch hier. Und jetzt machen wir Rekruten dazu. Wir hatten da gerade einen Fall ins Knie bekommen. Der setzt aber auch Triebbocke ein. Ihr wisst, was das heißt. Alter! Hilf die Waffen! Dieses Bauwerk ist unzugänglich. Loch. Stehen zur Verfügung. Ziehen jetzt zusammenpacken, los. Bitte. Bewegen uns. Dann würde ich nämlich gerne. Baumeisterabteilung zieht los. Problem ist, wir müssen jetzt einmal da lang. Da werden wir dann beschossen. Von dem Arsch da drüben. Kriegen wir einen direkten Battle hin? Direktes Battle. Und zwar. Braucht ihr etwas? Angriff! Boom. Ihr seid der größte Lord! Zieh! Nee, nicht auf die. Auf den Wie da! Können wir dienen? Wie lautet Doof. Der Plan? Ich würde eigentlich gerne mit meiner Balliste die andere Balliste suchen. Das geht nicht, oder? Das ist gemein irgendwie. Nein, eben nicht. Vergiss mal's. Wo ist mein Tribok hin? Ist der gleich die Klippe runtergefahren, weil er wusste, wie selbstmörderisch das ist, oder was? Jung. Okay, machen wir's anders. War schon Belagerungscamp eben hier. Auch gut. Zack. Ja, Sire. Hab ich doch meinen Tribok hier. Wenn ich meinen Tribok da haben will, dann kriege ich ihn auch. 1, 2, 1, 2. Waffen werden benötigt, Sire. Gebt uns etwas zu tun. Eigentlich sind wir auch hier geschützt. Komm, bau mal auf. Wie weit können wir feuern? Bis dahin. Kalkuliere! Weißt du, ich schieß einfach mal fröhlich. Steine können weg. Rüstungen. Liegt es am Eisen? Nee, am Eisen liegt es eigentlich nicht. Wie gesagt, ich hätte die Produktion. Gut, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ob es jetzt so nach Dutzend oder dort. Ich bräuchte eigentlich fast noch einmal Platz mehr. Ich könnte im Prinzip auch so weit gehen und sagen, dass das Vorratslager nicht direkt anliegt, sondern noch eins weit entfernt ist. Um das besser einzuschätzen. Andererseits wäre es dann fast zu weit in die Richtung. Ich würde dann lieber in die Richtung weiter ausbauen nochmal.
wird sich zeigen. Baumeister zu Dienst. Triffst du das? Tribocker sind heute irgendwie sehr, sehr starke Alkoholiker, glaube ich. Besser gesagt, die Tribocker nicht, die Schützen. Wir werden angegriffen. Waffen werden benötigt, Sire. Was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwann zoomen. Machen die Katzen Probleme? Gibt's ja nicht. Okay, verstehe, verstehe. Wir machen jetzt eh kein Brot gerade. Geben noch ein paar Katzen mehr. Das war ein bisschen weit reingebaut, Leute. Kann man die einfach so in die Mauer reinbauen? Tatsache. Man kann tatsächlich Mauern wegbauen durch normale Gebäude. Ja, von mir aus kann es jetzt erstmal so stehen bleiben. Was hat denn der Kaiser so? Geld hat er auf jeden Fall nicht sehr viel. Ist der Kaiser von Griechenland? Griechenland hat zwar keinen Kaiser, aber ey. Der muss da einfach sein. Da würde ich am liebsten jetzt was reinwerfen. Guckt euch mal diese Masse an. Guckt euch diese Masse an. Mrr. Knall. Eigentlich wollte ich jetzt noch nicht die Kuh haben. So. Dann hätte ich nämlich gerne hier Armbrustschützen, Pikiniere und die Oberfeldwebel in einem Trupp. Die Kombination ist nämlich gut. Auf jeden Fall. Und schon wieder Rekrutenprobleme. An sich. Bogenschützen in Bewegung. Einmal Truppen da kommen. Ihr kommt mal wieder hoch. Los geht's. Spart noch ein bisschen Zeit. Pikiniere bitte ein paar mehr. Und dann können wir bald stürmen, hoffe ich. Der hat halt Truppen ohne Ende. 232. Ja, jetzt kommt hier eine Belagerung. Danach müssen wir eigentlich angreifen. Wir müssen dann kontern. Bester Zeitpunkt. Dieses Gebäude funktioniert derzeit mal noch. Kommen jetzt auch mal die Bauern zum Stören oder so? Kommen nur ein paar raus. Irgendwie sammelt er die gerade Liebe. Kann sein, dass es so ein ähnlicher Bug ist wie damals in Crusader 1, dass er jetzt unendlich lang fast die Truppen hier sammelt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Müssen wir mal die Zahl angucken zwischendrin. Die Truppen des Kaisers greifen an. Na, jetzt kommt er, oder? Na gut, das sind die hier. Ich schalte mal. Ah, jetzt kommen sie, okay. Okay, die sind jetzt weg. War nicht wenig. Ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jawohl, Sir. So, ihr kommt mal alle her. Lord, also gut. So. Haben wir da noch einen, gell? Sieht aus. Ach nee, da. What? Ach, da ist der Tribok. Rücken vor. Beziehungsweise die Blide. Ist eigentlich eine Blide. Bei Tribok ist der mit dem freischwebenden Gewicht. Blide ist der mit dem festen Gewicht hier. Aber okay. Das Spiel nennt es Tribok, deswegen nenne ich es auch einfach Tribok. Um Verwirrungen vorzubeugen. Der Sieg wird unser sein. Rekruten werden benötigt, Sire. Seid gegrüßt. So, alles in Position. Mon Dieu. Oh, nö. Mein Plan ist ruiniert. Man kann sich drum streiten, ob jemals vorhanden kommt, ihr geht Informationen. Weil sonst lauft ihr nicht in gleicher Geschwindigkeit. Das ist doof. Günther, bist du das? Gibt's ja nicht. Aua. Ist das wehtut, so einen Pfeil im Hintern zu haben? Aber so funktioniert's eigentlich grundsätzlich. Das Recht ist auf unserer Seite. Information begeben. Die Kindjäger können aufpieken. Schützen, die geben sich in Feuerposition. Ihr macht einfach irgendwas. Ihr seht gut dabei aus. Ihr seid nur wegen eurer Aura dabei. Mehr Rekruten.
Hauptsache, ihr schießt mir die Gegner darunter. Das ist das Wichtigste. Geht nicht, Sire. Lautschaft. Bereit machen, Kriegen. Eine Nachricht und schießt. Meine Autorität ist absolut. Hier, da, da drüben. Macht mal hier kaputt. Macht mal die ganzen Gebäude hier kaputt. Die sind irgendwie uns mehr Hindernis, als dass sie uns was bringen. Jetzt können wir besser schießen. Jetzt, Achtung, Vorsicht. Falls Gegner rauskommen. Kommen sie uns entgegen? Jo. Defensivformation. Diese Richtung. Defensivformation ist wichtig. Haben die mir jetzt echt schon mal die ganzen Bauern? Ne, die sind hier. Ob wir damit großartiges anfangen, ist die andere Frage. Aber, probieren. Übrigens soll das von wegen Defensivformation einnehmen und den Lotter mit Niederpieksen eben immer noch funktionieren. Geht ihr mal da auch hin? Leute. Ich brauche euch hier. Truppen, nur noch 66. Oh ja. Oh yeah, Baby. Ambo-Schützen bereit machen. Hier machen wir das Ausbildungslager kaputt. Ihr ebenfalls. Auf Mann, auf die Plätze. Nee, ihr geht mir da hoch. Nee. Noch nie auf dem Feld. Ihr geht mir da hoch. Cleant die Mauern. Prüft die Waffen. Dafür seid ihr noch gut. Cleant, cleart die Mauern. Cleant die Mauern. Ja, natürlich. Nehmt ihnen die Drogen weg. Schafft ihr es? Komm. Ihr schafft das Ding. Waffenschultern. Verflucht, mein Angriff stockt. Wie gesagt, da ist schon wieder weg. Vorbei. Ende. Macht ihn noch kaputt. Nehmt ihn die Lollis weg. Verliert deinen Helm nicht, Knappe. Na, komm. Seid gegrüßt. Achtung! Bewegt die Arme oder ich reiße euch aus und schlappert mit dem nassen Ende. Alles oder nichts. Angriff! Dann noch 10 Einheiten. Wir haben fast keine Nahrung mehr, Sire. Alter, den mache ich selbst platt. Bogenschützen? Ich bin verletzt. Gemein. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Zählt der Bonus vom Feldwebel auch für mich? Wenn ja, dann habe ich einen Vorteil im Kampf. Oh nein, jetzt ist die Nahrung weg. Fuck. Muss es eben so gehen? Ich erwarte euren Befehl. Für den Sieg! Ist da irgendwo noch eine... Da ist noch eine Balliste. Verflucht. Sieh, vorwärts! Genau, schießt sie weg da oben. Lordschaft, euer Zeichen, Sire. Prüft die Waffen! Bogenschützen setzt er auch ein, auch wenn ich für einen Angriff. Bogenschützen unterwegs. Aber es ist legitim. Oh, oh, Ambusschütze schießt. Schlechte Sache. Hm, oder nicht mehr? Komm, Lordi, du machst... Wo ist der jetzt schon da? Der Sieg wird unser sein. Ich diene euch gut. Wo ist denn Lordi? Führt uns. Wo ist denn der? Ist das schon mit dem Kaiser am Duellieren oder so? Nee. Die Schlacht erwartet jetzt mal im Ernst, wo ist der hin? Ah, da. Okay, auch gut. Soll mir recht sein. Das Problem ist, dass die menschlichen Lords nur halb so viel aushalten wie die Computerlords. Das heißt, im direkten Duell würde er mich sowas von platt machen. Selbst bei gleichen Lebenspunkten. Aber oh, ich möchte mit hochstürmen jetzt. Wo sind wir denn? Schlachtordnung! Bewegung! Bemannt die Brüstung! Eine Nachricht. Hoch da! Dies sind dunkle Zeiten. In Bewegung! Ich erwarte euren Befehl. Sire! Bogenschützen? Bereit machen! Rauf! Alle Mann hoch! Bereit. Wir haben ja, tatsächlich, der Lord bekommt den Bonus. Weniger Schaden, der reinkommt. Auch noch Bauern. Bauern werden benötigt, Sire. Genau. Genau die.
Hauptmann? Alter, wie die mit den Piken kämpfen, beziehungsweise wie die mit den Hellebarden kämpfen irgendwie. Und der hat noch nie eine Ausbildung damit oder so. Oh, die wird beschossen. Nicht gut. Oh, der Kaiser kommt persönlich vorbei. Ich glaube, dem gefällt das überhaupt nicht, was hier passiert. Kommt mal mit runter. Bereit! Bereit machen, Piken! Bewacht diese Stelle! Ja, Piken bereit machen! Jo, noch ein paar Bauern dazu und dann holen wir uns den Lump. Und du kommst mit. Ich erwarte euren Befehl. Die Schlacht erwartet uns. Wir werden die Stellung halten. Und ruf mit dem Knüppel. Und jetzt machen wir persönlich mit. Ich speichere lieber, bevor jetzt die Mission gescheitert ist und wir beim Kalifen wieder anfangen oder so. Ich glaube, das letzte Mal war da der Speicherstand oder so. Mach ihn nieder. Los, Lordi, du hast die Macht. Wie ich weiß, können nicht mehr als 8 Leute gleichzeitig an einem im Nahkampf rumknabbern. Deswegen sind diese Knüppel nicht mehr so möglich. Aber Lordi hat zugeschaut. Sehr schön. Unsere Burg ist eine halbe Ruine, aber es hat geklappt. Mit Burg. Meine Kunsthandwerker haben ein wundersames Astrolabium aus den 5 Himmelskörpern gehämmert. Meinen Glückwunsch. Es gibt eine extra Runde Kekse dafür. Aber schön. Das war Mission... War das Mission 4 oder 3? Auf jeden Fall war das die Mission, wo wir in der Mitte waren und die 3 Leute um uns herum.